Online Radio Düren, sonntags on Tour in Sachen Fußball, Kreisliga, 8. Spieltag. Wir gehen zur Renania Lohn auswärts heute beim Aufsteiger hier in der Region und zwar besser gesagt beim SV Merken angetreten. Zum Spielausgang und zur Analyse zugeschaltet der Trainer von Renania Lohn, Frank Raspe. Guten Abend. Hallo. Herr Raspe, letzte Woche, da hat es nicht so funktioniert in der Eifel. Frage, ist die Stabilität heute im Spiel ersichtlich besser gewesen und erfolgreich am Ende? Ja, wir haben was geändert oder wir wollten was ändern und das haben wir auch gut hinbekommen. Wir haben letzte Woche nicht in der Eifel, sondern zu Hause 2-2 gespielt gegen Schmidt und da war natürlich Gesprächsbedarf. Weil nach 2-0-Führung mussten wir eigentlich das Spiel nach Hause schaukeln. Haben wir nicht gemacht, haben hochnäsig gespielt, haben ja dann im Ende hinein jegliche Einstellung vermissen lassen und waren dann am Ende noch gut bedient mit dem 2-2. Heute haben wir natürlich ein anderes Gesicht gezeigt. Heute war die Mannschaft von Beginn an da. Wir haben ein gutes Spiel gefunden, haben um jeden Zentimeter gekämpft, auf dem tiefen Rasenplatz, auf dem tiefen großen Rasenplatz gegen eigentlich eine starke Mannschaft aus Merken, haben wir das Spiel eigentlich verdient gewonnen. Ja, Ihre Mannschaft hat heute Farbe bekannt. Sie haben es angesprochen, in der ersten Halbzeit schon. Der Marcel Ahling hat bereits, sag ich mal, dafür gesorgt, dass die Mannschaft wieder in der richtigen Richtung, in der richtigen Spur kommt. Ja, wir waren nicht nur Marcel Ahling, also wir waren heute vom Fleck weg, waren wir da, waren in den Zweikämpfen präsent und haben den Gegner unter Druck gesetzt, sind dann folgerichtig auch zu 2 Toren gekommen, haben dann leider durch eine Standardsituation das 2-1 bekommen. Dann waren wir ein bisschen am Schwimmen, haben zum Glück dann vor der Halbzeit noch das 3-1 gemacht und nach der Halbzeit dann zum strategisch wichtigen Zeitpunkt direkt nach der Halbzeit das 4-1 erzielt und dann war das Spiel eigentlich gelaufen. Ja, und zwar für die Tore sind ja immer zuständig meistens Sven Novak und der Marcel Ahling, der glaube ich jetzt neu zugekommen ist in dieser Saison. Ich glaube, der ist aus der Aachener Ecke gekommen, ne? Ja, wir haben 3 Jungs aus Often geholt, Marcel Ahling, Thomas Unzu und Chris Wolf, der heute auch getroffen hat. Ja, gute Jungs. Ist ja meine Heimat, die Altdorfer Ecke und wir haben sich gut etabliert hier bisher. Ja, das Spiel ist vorbei, die Punkte sind jetzt wieder in Lohn angekommen. 6 Spiele erst absolviert am 8. Spieltag, 13 Punkte. Man hat hier eigentlich schon mehr erwartet oder sind Sie noch nicht so auf dem Punkt angekommen, wo Sie sagen können, wir können durchstarten? Also man hat das vielleicht so ein bisschen unterschätzt. Die Liga ist schon sehr, sehr ausgeglichen, wie man jetzt sieht. Sind ja mehrere oder Lohn und Blendersdorf und Winnen sind eigentlich da als Top-Favoriten gehandelt worden. Jetzt steht Birksdorf oben an der Spitze. Nörvenich ist Zweiter. Natürlich alles noch ein bisschen verzerrt durch die Nachholspiele. Aber die Saison wird nicht so ein Selbstläufer oder wird nicht so eine einfache Sache wie letzte Saison für Hambach. Also da spielen viele Mannschaften oben mit, wie man sieht. Und man kann auch gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld verlieren. Das hat man heute auch wieder gesehen. Lendersdorf verliert in Vossenack. Wir geben Punkt ab gegen Schmidt. Also im Moment ist da alles durcheinander gewirbelt. Und das spricht natürlich auch für die gute Klasse. Ein gutes Niveau in der Klasse, so dass sich keiner absetzen wird. Ja, Vossenack hat bereits, Sie haben es angesprochen, gegen Lendersdorf in der ersten Halbzeit mit 4-1 geführt. Also da war schon was los in der Eifel bei diesem Herbstwetter. Dementsprechend ist die Liga natürlich hochinteressant, weil sich keiner so richtig absetzen kann. Ja, überraschenderweise ist Birkesdorf ja da oben zurzeit Tabellenerster, die sich natürlich auch gut verstärkt haben mit Leuten aus höheren Klassen. Ja, Nörvenich dahinter, Ruhrdorf, sehr überraschend, auch vorne mit dabei. Also das sind auch alles Mannschaften, wo man auch mal einen Punkt liegen lassen kann oder wo man auch mal ein Spiel verlieren kann. Im Endeffekt wird sich die stabilste Mannschaft durchsetzen. Ja, Sie haben jetzt erstmal, glaube ich, noch ein Nachholspiel gegen Oberzier, ich glaube am kommenden Donnerstag und dann geht es wieder weiter. Dann geht es weiter nach Allerheiligen. Dann noch eine Pause, genau. Eine Pause und dann geht es aber wieder richtig weiter gegen Nörvenich, ne? Ja, genau. Und dann haben wir haben natürlich erst jetzt Donnerstag das Oberzieher-Spiel vor der Brust. Da wollen wir natürlich gewinnen, um dann auch Punkte gut zu machen.
Dann sind wir, glaube ich, im Endeffekt Dritter, glaube ich, wenn wir das Spiel gewinnen würden. Und dann haben wir eine Woche Pause, das tut uns gut. Wir haben ein paar Verletzte, die dann vielleicht auch zurückkommen werden. Und dann mit neuer Kraft dann hier gegen Nörvenich, ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Frank Raspe, Renan Jalon, glücklich und zufrieden nach der Ansage von der letzten Woche. Diese Woche wieder alles richtig umgesetzt, die Mannschaft mit dem Punktgewinn von 3 Punkten nach Hause gefahren. Vielen Dank und schönen Abend. Dankeschön, bis dann, Danke. ciao.